Hallöchen zurück zu Tomb Raider 2. Wir sind im Level 40 Faden. Lara hat übrigens ihr Outfit zwischendurch gewechselt. Das hatte ich noch gar nicht kommentiert, aber ich denke mal, das habt ihr selbst auch gesehen. Ja, wir sind jetzt hier in einem Schiff gelandet und müssen jetzt hier so ein paar Wege abklappern, um voranzukommen. Wir haben schon alle drei Geheimnisse tatsächlich einkassiert, was wirklich phänomenal ist. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir auf dieser Kante hier stehen können, weil das ist eigentlich eine Kante, die viel zu schräg ist. Aber ja, manchmal entscheidet sich das Spiel dann, diese Kanten doch nicht als zu schräg zu identifizieren oder zu werten. Und ich muss sagen, dieser Teil hier, also dieser Abschnitt mit dem, mit diesem Unter Wasser oder in diesem Boot, finde ich schon ziemlich cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben jetzt schon gehört, irgendwo hat sich hier Wasser eingelassen. Und falls ihr die letzte Folge gesehen habt, wo ich einfach mal stark von ausgehe, wisst ihr, dass das Wasser in dem einen Raum erforderlich ist, den wir ja, beim letzten Mal entsprechend gesehen haben oder ja, wo wir reingeguckt haben. Das heißt, wir müssen jetzt zurück in diesen Raum hier, wo wir in der letzten Folge durch Umlegen des Hebels da hinten den Bauschutt, so nenne ich es mal, oder diese ganze Erde von dem oberen Raum, wo wir ursprünglich mal waren, hier runter geladen haben. Und ich glaube, im Raum hier oben hier hat sich natürlich optisch jetzt, sollte sich da ein bisschen was verändert haben, weil jetzt hier das alles ein bisschen zurückgeht. Baut wurde, sage ich jetzt mal. Aber wir haben da in dem Sinne meines Wissens keinen Mehrwert von, weil wir dann so oder so nur dahin rutschen, wo wir ja eh jetzt eben gerade schon waren. Na, genau, man kann da jetzt halt runter. Aber da müssen wir sowieso hin. Da kamen wir ursprünglich her. Deswegen gehen wir wieder dahin, eine Etage tiefer. Und jetzt dorthin, wo eben dieser Raum mit dem Wasser oder mit dem wahrscheinlich Wasser ist, der ja vorher leer war. Und so tief, dass wir, wenn wir da runtergesprungen wären, die Lara umgebracht hätten. Ah, so, da ist er. Und wie erwartet, haben wir auch Wasser im Becken. Können wir hier uns gleich nochmal hochlassen, weil ich glaube, dass da mindestens nochmal irgendwie ein Fisch oder sowas kommt. Oder noch schlimmer, ein Taucher. Wobei ein Taucher ist ja auch nur Fisch mit menschlichem Körper. Ah, nee, ich glaube, der kommt aus der Tür da raus. Warte mal, ich muss hier einmal so ein. Der ist, glaube ich, dahinter. Wie kriege ich denn die Tür jetzt hier auf? Ist hier wohl ein Hebel? Nee, ne? Ich sehe hier keinen Hebel. Kann ich da. Ach, verdammt, wie kriege ich denn die Tür da auf? Da muss ich in dem. Muss ich da vorne doch irgendwo noch was übersehen haben? Oder ist hier doch irgendwo ein Hebel und ich sehe es nur nicht? Ist da irgendwo ein Hebel? Warte mal, wo habe ich denn noch was nicht ausgelöst oder nicht gemacht? Oder war hier jetzt irgendwo einer? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, tatsächlich.
Oder war da oben, oder musste ich da doch hin? War da doch was, was ich noch nicht, war da doch noch ein Bereich, wo ich noch nicht war? Ich mich vertan mit meiner Herkunft, also mit da, wo sie hergekommen ist, weil jetzt gerade beim Durchschauen sehe ich da oben, da kamen wir her, aber da drüben konnten wir wahrscheinlich noch nicht hin, ne? Das heißt, ich muss hier doch noch mal. Ach stimmt, genau, das war ja hier alles viel zu hoch. Oder? Ja, hier ist ein Hebel. So, der sollte jetzt aber die Tür aufmachen. Ja, sehr gut. Ach, und ich glaube, ich weiß auch, wo wir gleich landen. Also, wie es hier gleich weitergeht, wenn wir in dem Wasser da gewesen sind. So langsam kehren die Erinnerungen zurück. Also, trotz, dass ich vieles noch weiß. Es vermischt sich auch eine ganze Menge eben mit dem Randomizer-Kram. Und vieles vergisst man doch tatsächlich auch. Aber ist ja auch normal. Ich meine, ich habe ja jetzt alle Tomb Raider-Teile nacheinander weggespielt. Und dass man sich dann nicht mehr an alles erinnern kann, ist, glaube ich, auch mehr als normal. Wenn man auch nebenbei noch irgendwelche anderen Sachen hat im Leben, uah, die man tun muss. So wie arbeiten oder was auch immer. Das war jetzt schlecht. Komme ich da irgendwie jetzt ein bisschen eleganter hoch? Wobei, ich kann da rüber. Das ist jetzt auch schon wieder nicht zu schräg, ne? Das ist halt auch wieder erstaunlich. So, jetzt aber. Versuchen wir jetzt erstmal den Taucher da rauszulocken, sofern er da nicht schon rausgelockt ist. Nee. Speicher mal eben. Hä? Ah, da, ich wollte sagen, er war doch hier eigentlich. Da hinten ist er. Hallo Taucher, komm doch mal her. Der hängt da irgendwie. Hängt der da fest? Muss ich ihn erlösen? Ich meine, das ist eine meiner liebsten Hobbys. Hä, das ist ein bisschen dumm. Hä, sie zieht aber nicht. Jetzt. Was ein Battle hier. Wahnsinn. Das Problem ist, ich könnte jetzt dahin, wo er jetzt hochgeht oder wo er war, nur soweit ich mich erinnere, erwarten uns da gleich zwei ebenfalls sehr schussfreudige Typen. Ich befürchte, ich komme auch nicht umhin, mir vorher nochmal ein Medipack zu nehmen. Ich möchte es aber erstmal ohne versuchen, indem ich halt hier nochmal auf einen neuen Speicherstand speichere. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier jetzt auftauchen und da sind gleich direkt irgendwie Flammenwerfer-Heinis und schon tot. Ja. Das war abzusehen, dass das nicht gut geht. Dann werde ich mir jetzt ein Medipack nochmal nehmen. Ich meine, ich habe zwar nur noch 14, aber da muss ich jetzt wohl leider mit leben. Welche wollte ich jetzt nehmen? Ich nehme mal die Schrotflinte, die ist ja an sich auch sehr effektiv. Voll in den Rücken geschossen, der Arsch. Also der mir. So, ja, das ging jetzt ja einigermaßen. Immerhin, die haben auch was für uns. Das ist ja immer, das macht das Ganze mal ein bisschen erträglicher. Trotzdem ist es nicht nett. Aber auch hier auch wieder, ne, so ein Raum,
Ich meine, gut, die können ja eigentlich selbst hier rauskommen, indem sie den Hebel drücken. Aber warum bleiben die da in diesem Raum da die ganze Zeit? Ja, das kam jetzt doch ein bisschen sehr plötzlich. Das hatte ich so schnell dann doch nicht erwartet. Ja, aber ich bin nicht böse drum, dass das Level hier beendet ist, weil 40 Faden an sich ist cool, aber eigentlich wird dieser Abschnitt jetzt erst richtig schön ab diesem Level, was jetzt kommt. Und es trägt den Namen. Wiederspeichern? Das Wrack der Maria Doria. Und das ist tatsächlich eins meiner Lieblingslevel. Es ist ein bisschen auch wieder ein bisschen sehr viel hin und her und vor und zurück und weiß ich nicht, aber an sich schon ein ziemlich cooler Bereich jetzt hier, wo wir sind. Oh, natürlich ist hier direkt ein Taucher. Das heißt, wir müssen leider mal hier unsere ätzende Waffe nehmen. So, dem haben wir es gezeigt. Wie gesagt, ich hasse das, weil die uns überhaupt nichts liefern. Das sind sehr sch keine Lieferanten von irgendwas. Medipack. Und das ist wirklich, wenn das Medipack oder wenn ein Medipack so wie hier vor einem, ich sag mal, Abgrund platziert ist, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das seinen Grund hat, dass man das nehmen soll im Vorfeld. Ich werde jetzt mal riskieren. Ja, es geht. Man sieht, man stürzt ziemlich tief und verliert eine ganze Menge Kraft. Zwar jetzt nicht die komplette, aber schon eine ganze Menge. Und man ist jetzt eigentlich gezwungen, ja, zumindest mal ein kleines Medipack hier zu nehmen. Und wir können hier nochmal speichern. Und ich würde sagen, die nächsten Gegner kriegen erstmal ein bisschen Schrot in die Nase gestopft. So, hier versteckt sich ein Geheimnis. Und da kommen wir ohne weiteres nicht hin. Man sieht, wenn man sich hier mal ein bisschen umschaut, das war mal ein Swimmingpool. Hier ist ein Sprungbrett. Hier sind die Umkleidekabinen und aus der Wand heraus kommen hier ein Schläger und ein Schießer. Er wieder sehr treu hat er seine Munition für die Dings dabei, für die Automatik und er sein Medipack. Oder sogar zwei. Jetzt werden die ja langsam richtig spendabel, die Jungs. Und ich weiß noch, beim ersten Mal spielen habe ich mich unheimlich schwer getan, zu dem Geheimnis dahin zu kommen, weil ich nicht gecheckt habe, wenn man mal hier so ein bisschen guckt, da oben, da ist ein Loch in der Decke. Da müssen wir tatsächlich mal hin. Müssen wir gerade mal gucken, welche Seite das war. Ah, das war ein bisschen schlecht. Ich mal gerade so ein bisschen, bis ich an der Kante bin. Jetzt passt's. Es ist ein bisschen düster hier. Aber ich denke, das ist okay. Boah, hier im Gang steht ein Typ. Also das ist halt auch so ein bisschen, wo man denkt, so, ja, der hat hier auch den besten Arbeitsplatz. Und wenn man jetzt hier runter geht, hört man zum einen wieder Schritte, zum anderen, tada, sind wir beim Geheimnis. Und es wird gleich, oh, es wird hier gleich auf mich geschossen. Hallo, wo ist er denn? Höchst aggressiv.
Der ist nämlich da oben, der Blödmann. Boah. Das ist ja schlimm. Das ist erstmal weg. Ich muss jetzt ein großes Medipack nehmen. Anders geht's leider nicht. Wo ist er? Da hinten kommt er angerannt. Los, Lara. So. Zwei von den Typen hier. Nur wegen dem einen Geheimnis. Als wenn die da irgendwas mit anfangen könnten, die Jungs. Naja, aber zumindest haben wir es dann geschafft. Geheimnis Nummer 1 ist unser. Damit ist diese Ecke hier dann auch abgeschlossen. Jetzt komme ich nicht aus diesem blöden Ding hier raus. Moment. So. Im Zweifel mit dem Rückwärtssprung geht es immer irgendwie. So, wartet hier noch jemand auf uns oder haben wir jetzt erstmal hier unsere Ruhe? Ich glaube, es ist gerade erstmal gut. So, haben wir hier irgendwas? Nee, hier ist gerade mal nichts. Hier sind ein paar Steine. Die werden wir gleich mal verschieben. Ich möchte aber noch mal kurz zeigen. Sind ja hier gelandet. Und hier ist auch noch ein Bereich. Man muss sich vorstellen, das war ja früher alles die Decke. Ach, guck mal, da unten ist ein Medipack. Das war ja früher alles die Decke, ne? Das ist jetzt der Boden, aber eigentlich, ursprünglich war das ja alles Decke. Wobei ich glaube, die Entwickler waren sich dann später auch gar nicht mehr so einig, dass das. Also die haben das dann, glaube ich, schon so gebaut, dass es irgendwie dann doch der Boden war, obwohl es eigentlich die Decke war. Naja. Wir schieben auf jeden Fall erstmal hier diesen massiven Klumpen weg. Und da hier ein paar mehr sind, würde ich sagen, schieben wir die so weit es geht hier in diese Ecke hier rein, weil da war ja nichts. Wir haben uns jetzt hier zwei neue Wege eröffnet. Wir haben jetzt also insgesamt drei Optionen, wo wir hingehen könnten. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier um. Das hier sieht jetzt schon mal sehr einladend aus. Wobei man irgendwie auch damit rechnen muss, dass hier gleich. Ja, ich höre doch schon. Ah, hinter mir. Und noch einer. Die Schlägertypen, wow, die sehen ja auch überall anders aus, ne? Im allerersten Level hatten die ja so weiße Tanktops an, oder ja, Tanktops nicht, das ist eher so Frauenkram, aber so weiße Muskelshirts. Hier sind es jetzt grüne und im Level davor waren die ja so schwarz gekleidet. Die Schläger. Und die sind beide quasi synchron gestorben. Guck mal, wie schön das eigentlich aussieht. Wenn man jetzt von oben so drauf guckt, die sind ja wie gespiegelt, so ein bisschen, ne? Einmal, ja, quasi seitenverkehrt. Aber man könnte sie, wenn man die jetzt einmal um 180 Grad rumdrehen würde, also drehen würde, könnte man die direkt ineinander legen und die würden komplett gleich liegen. So, hier haben wir einen recht großen Raum. Hier wird schon wieder gestöhnt. Sobald Lara den Raum betritt. Hier wird schon geschossen. Hallo. Na gut, die Waffe ist jetzt hier für die Entfernung nicht so cool. Immerhin ist er so nett und läuft durch die Wand durch. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, immerhin ist er so nett und schießt nicht, auch wenn er uns sieht. Ja, das ist halt das Coole, wenn man eine Computerspielfigur ist. Man kann hier einfach mal so ein bisschen durch die Gegend glitschen. So, und hier sehen wir, hier ist eine.
Ein kleiner Bereich. Wie kann man runter? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was da unten ist, ob da ein Geheimnis ist oder vielleicht ein in irgendeiner Form ein irgendwas, was wir brauchen, ein Schlüssel oder so. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Wir müssen tatsächlich ein bisschen. Ah, da ist ein Schlüssel. Okay. Bisschen Kraft in Kauf nehmen. Aha. Aber dafür bekommen wir diesen wunderschönen Schlüssel. Den Waschraumschlüssel. Einmal zurück. Hier kann man, wie man das ja auch schon in anderen, durch andere Stacheln konnte oder auch in anderen Teilen durchgehen. Das ist dann kein Problem. So, ich würde jetzt gerne noch eine Ebene höher. Das geht, indem wir beispielsweise hier uns an so eine Kante stellen. Dann kommen wir hier auch hoch. Ich weiß gerade nicht, was hier noch alles ist oder ob hier irgendwas ist. Das ist ja auch hier alles quasi der Boden gewesen. Können auf jeden Fall nochmal zu dem Typen hin. Soweit ich weiß, kann man sich hier langhangeln. Genau. So elegant und selbstverständlich durch die Wand, durch dieses Ding hier laufen. Wie er können wir leider nicht. Aber wir Aha. können hier durch, also hier lang uns hangeln und ach so, warte mal, da war eben eine Tür, die ist aber verschlossen aktuell. Können wir uns aber auf jeden Fall mal merken. Wird später noch wichtig. So, wir gucken uns hier nochmal um, ob hier noch irgendwas liegt an Kram. Ach, guck mal, da hinten, da liegt was. Wir müssen nur aufpassen, weil da unten, man sieht es, sind so Scherben oder was auch immer es sein soll. Da sollten wir besser nicht reinspringen. Sind aber natürlich so platziert, dass wir da, falls wir hier uns nicht festhalten, direkt drinnen landen. Ist auch ein bisschen sehr gemein. So, und hier steht so ein kleines süßes Teil. Aha. Und das ist ein Unterbrecher und den brauchen wir auch noch. Allerdings jetzt gerade nicht, aber seine Zeit wird auch noch kommen. Damit ist dieser Raum jetzt erstmal, weil wie gesagt, da hinten ist noch eine Tür, die wir gerade noch nicht öffnen können, erstmal für uns erledigt. Aber wir haben ja noch hier mindestens zwei andere Räume, wo wir hin können. Da gehen wir auch jetzt gerade mal hin. Hier passt sie gerade so durch. Bedrohliche Musik. Wasser, wo wir aber gerade nicht hin können. Unterbrecher, da ist ein Hebel oder Knopf. Hier war übrigens, wo ich beim letzten Mal einfach so durchgeglitscht bin. Man sieht auch hier ihren Rucksack, wenn ich dagegen renne, der wird schon so leicht transparent. Wahrscheinlich funktioniert das immer. Ich will aber jetzt gerade eigentlich gar nicht so cheaten oder sowas. Und es war beim letzten Mal auch tatsächlich eher ungewollt, dass ich da in dieser Wand oder durch diese Glastür durchgeglitscht bin. Hier passt der Schlüssel. Das ist gut. Und wir können. Und auch der rennt einfach durch diese Glastür durch. Der hat jetzt aber nichts, ne? Ja, die werden jetzt gar nicht mehr so spendabel hier, die Jungs. Ja. Natürlich öffnet sich die Tür, die einen Raum weiter ist.
Wir haben aber auf jeden Fall hier noch mal was zu tun. Denn wie man sieht, ist hier oben ein Dings. Und was wir schon mal machen können, ist diesen Knopf hier nochmal zu drücken, sodass die beiden sich wieder schließen. Sonst passiert nämlich das Gleiche, was ich letztes Mal hatte, dass man hier durchglitscht. Aua. Der Boden war ganz schön hässlich, ne, in dem Schiff, muss man ja mal sagen. Also schon alles ein bisschen sehr komisch. So, das heißt, wir haben jetzt hier in diesem Raum, in dem großen, wo wir ja gerade schon mal waren, haben wir jetzt eine Tür geöffnet. Das heißt, wir gehen hier nochmal unseren Weg. Ja, ich glaube, hinspringen funktioniert nicht. Oh nee. Hier sind wir jetzt. Nee, den kann ich ja nicht einsetzen. No. Boah, ich habe mich schon gefragt, ob das in diesem Level ist, aber ja, damit hat sich die Frage erledigt. Ach genau, hier ist, glaube ich, der Raum, in dem man zwar rein kann, in dem aber einfach nichts ist. Also zumindest habe ich nie verstanden, was hier sein soll. Somit gehen wir mal einen Raum weiter. Mach auf. Hier ist auf jeden Fall was. Hier ist zu und hier ist auch zu. Ups, hier ist auch zu. Bevor wir da jetzt reingehen, ich überlege gerade, ob wir nochmal in dem Hauptraum, wo wir gelandet sind, wo die Umkleidekabinen waren, ob wir da nochmal den Bereich in dem Wasser, aber da müssen wir so oder so später noch hin. Deswegen denke ich, ist das okay, wenn wir jetzt erstmal hier das machen. Da oben ist ein Hebel. Da kommen wir aber so nicht hin. Hier ist eine Kiste. Können wir die verschieben? Müsste eigentlich, ne? Ja. Kiste verschieben ist immer eine gute Idee. Deswegen machen wir es gerade mal. Erstmal schauen, ob dahinter was liegt. Nein. Ach so, dann können wir jetzt einmal schieben. Dann einmal ziehen. So, damit haben wir zumindest uns hier schon mal einen Weg zum Dings geschaffen. Aha. Also ich konnte diesen Teil, dieses Ding hier gerade eben nicht ziehen, sondern nur, nicht schieben, sondern nur ziehen. Okay, es hat sich irgendwo eine Tür geöffnet. Ah, wahrscheinlich die hier oben. Gut, zurück komme ich nicht mehr.
Mir sind hier gerade schon fast zu wenig Gegner irgendwie. Wo sind die Gegner hin? Ah, okay, so viel dazu. Ich wusste jetzt wirklich nicht, dass da einer kommt. Aber. Oha, wie ist der denn gestorben? Auch halb in den Boden rein. So, wo sind wir hier? Ach, das ist wieder das gleiche in Grün. Jetzt haben wir hier einen Hebel oben. Oder auch oben. Ach, guck mal. Ah, das passt sehr gut, weil in dem Gang, wo wir eben durchgelaufen sind, wo wir die zwei Türen mit diesem Drehding geöffnet haben, da war ja eine Tür, die einen Schlüssel erforderte. Die können wir dann jetzt ja hoffentlich öffnen. Ah ja, perfekt. Das passt ja. Jetzt kommen wir hier in den Gang wieder rein. Gut, ja, dann würde ich sagen, das war jetzt zum Ende hin ist leider so ein bisschen sehr, ja, ich weiß noch nicht, was ich dann da großartig zu sagen soll, weil ihr seht ja, was ich da mache. Es ist jetzt hier auch gerade wirklich nur ein bisschen schieben und drücken und Schlüssel aufheben und so weiter gewesen. Ob der Schlüssel hier in dieses Schlüsselloch passt und wohin er uns führt, das schauen wir uns beim nächsten Mal an, hier im Level Das Wrack der Maria Doria. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!